Ja, diesmal ist es sehr dunkel gerade hier. Ich wollte auch nur kurz ein paar Tipps geben. Also weitere allgemeine Ernährungstipps, die vielen weiterhelfen könnten. Ich starte mal sofort rein, wie ich das nicht ganz so lange mache diesmal. Viele haben das Bedürfnis, die Nerven zu beruhigen. Das bezeichne ich als sogenannte Erdung auch. Das hängt zumindest miteinander zusammen. Weil diese Gesellschaft ist ziemlich menschenfeindlich für jeden. Und oft sehr stressbehaftet. Und Nervennahrung ist da ganz sinnvoll. Und in erster Linie geschieht diese Erdung und dieses Nervenberuhigende durch Fett. Man kann es natürlich auch durch andere Sachen erreichen, aber Fett ist sehr effektiv, sage ich mal. Und wenn man das nicht jeden Tag macht und nicht jeden Tag braucht, ist das auch gut. Und die absolut beste Möglichkeit, die ich mir da vorstellen könnte, ist, sich einen Salat zu holen. Es gibt zum Beispiel einen Bio-Salat im Kaufland für 1 Euro oder einen riesigen Kopf in jeglichen Biomärkten und Bioläden für 1,50 € oder wenn er mal ein paar Tage älter ist für die Hälfte des Preises, also ein Riesenkopf für 75 Cent, Biosalat. Und den schmiert man sich dann halt mit einer Avocado voll und mit ein paar Tomaten zum Beispiel. Oder man macht sich halt einen kompletten Salat an und packt sich da ein, zwei Avocados rein. Also bis zu 3 Avocados kann man da halt gerne essen. Ja, das ist so die beste Möglichkeit. Das nächstbeste wären Nüsse, ob roh oder nicht roh, muss man dann selber gucken. Bei erhitzten Nüssen, wie die meistens im Supermarkt vorhanden sind, da hat man halt noch eine stärkere Erdung insgesamt. So, das ist der Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, Zucker ist stark reinigend. Es löst halt die Schleimhäute im Blut und dadurch hat man dann mehr Energie, weil Energie daherkommt, wie rein das Blut ist, also wie wenig Obstructions im Blut vorhanden sind und der Zucker, der löst halt diese Obstructions und dadurch und die Gifte werden dann rausgetragen, das nennt man dann Stoffwechsel und dadurch hat man dann mehr Energie. Und gleichzeitig stimuliert Zucker das ATP. System oder dieses ATP-System ist ein Stimulationssystem und kein Energiegewinnungssystem. Das wurde missinterpretiert von Forschern. Ja, und da ist halt der Tipp, um genug, ja, um halt Schleimbildendes ein bisschen zu minimieren in der Ernährung, dass man da dann auch wieder Salat nimmt mit Datteln einfach. Und man kann da auch natürlich Tomaten beigeben. Aber so Dattelburger, sag ich mal, einfach ein Salat gewickelt ist ja ideal. Der Salat liefert dann auch ein bisschen Flüssigkeit und puffert auch den Zucker ab, also dass die Wirkung stetiger ist und nicht so ein Zuckerspiegel sozusagen in die Höhe schießt. Das ist ideal, dass man sich davon etliche, ja, so viel macht, so viel von isst, wie man einfach, bis man halt einfach keine Lust mehr hat, bis man voll ist halt. Also immer satt essen. Und danach, wenn man dann nach dieser Zuckermahlzeit, also eine Alternative dazu wäre zum Beispiel auch 2 Liter Apfelsaft zu trinken, falls der individuelle Körper damit klarkommt. Also manche kommen halt noch nicht damit klar, ein gereinigter Körper, der kommt gut damit klar. Ich habe gerade auch 2 Liter Saft getrunken und ich habe keinerlei Probleme damit. Das liegt aber auch am Geistigen. Also ich hatte lange Probleme damit, mehr als 4 Bananen zu essen. Dann habe ich schon gemerkt, wie das irgendwie im Körper auch Mineralstoffe klaut und so weiter. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch der Fall, aber die positiven Effekte überwiegen einfach insgesamt. Und deswegen kann ich das trotzdem empfehlen, nur zu machen. Ja, das sind halt so die Sachen, nur als 2 Kilo Apfelsaft. Ich hole den im DM
für 1,15 € der Liter sind 500 Kalorien pro Liter. Und dann hat man halt mal was Vorrätiges da. Das ist auch ganz wichtig, alles Vorrätiges da zu haben. Ansonsten holt man sich einfach Melonen. Die sind halt momentan sehr, sehr günstig. Ja, oder halt anderes günstiges Obst, worauf man Bock drauf hat. Bananen natürlich, die kriegt man öfters auch, wenn die reif sind. Bio-Bananen für 1 € das Kilo. Und man kriegt sogar in Supermärkten ab und zu welche für 29 Cent das Kilo, also Häckselmich-Bananen dann. Manchmal ist das halt sinnvoller, als zur Stärke zu greifen, auch wenn man halt ein paar Pestizide in den Bananen hat. Ist auf jeden Fall eine sehr günstige Quelle. Und daraus kann man dann einen Smoothie machen, zusammen mit Wasser. Vielleicht auch wieder Salat reingeben, wenn man das Geld dafür hat oder wenn man Bock drauf hat, um das abzupuffern. Und ja, das liefert dann halt sozusagen den scheinbar indirekt energiegebenden Zucker. Also die ganze Wissenschaft ist ja nur auf äußerliche Phänomene aufgebaut, die beobachten, aha, davon habe ich jetzt, bin ich jetzt leistungsfähiger, also habe ich dadurch Energie. So einfach macht die Wissenschaft sich das. Also in meinen Augen denken die alle viel zu simpel und nur an den äußerlichen Symptomen. Die Mechanismen dahinter, die sind ganz andere, die sind komplexer. Und wenn man versucht, die Mechanismen dahinter zu verstehen, dann wird man direkt als Esoteriker bezeichnet, was aber auch richtig ist, weil das nämlich die Lehre des Inneren bezeichnet und halt nicht nur auf das Äußere schaut, was da halt bei rauskommt. Ist aber halt ganz wichtig zum Verständnis zu verstehen, welche Mechanismen dahinter sind. Klar, das Ergebnis ist mehr Energie oder Mechanismus ist gereinigter Blutkreislauf, weniger Widerstand, deswegen mehr Energie. Dann hat man den Zucker drin, aber dann ist man eventuell noch nicht satt. Die Rückvergiftung, also die Entgiftung, die läuft immer noch auf Hochtouren, weil halt nicht, ja, wenn halt lange nichts Neues nachkommt, dann läuft die Entgiftung bei den meisten auf Hochtouren. Und da finde ich es sehr sinnvoll, stärkefreies Wurzelgemüse und Kohlgemüse einzusetzen. Und da kann man natürlich dann sehr kreativ sein mit Suppen, Pfannen, Aufläufen. Man kann sich halt auch wirklich mal einen Auflauf machen mit zum Beispiel Petersilienwurzel, mit Möhren- oder Selleriewurzel, Topinambur, Kohlrabi, all dieses Wurzelgemüse, dann noch Brokkoli, Blumenkohl, Zwiebeln und so weiter und macht sich da halt irgendwie eine Tomatensoße zu, wo man es einlegt und mischt dann Mandelmus mit Zitronensaft und etwas Wasser, eventuell Hefeflocken, Gewürze, Salz und packt das drüber und dann wird das auch schön goldbraun gebraten, gebacken, wenn man es halt in den Backofen schiebt. Solche Sachen, wenn man dann halt auch diesen erdenden Effekt des Fettes haben möchte. Also Fett erdend, nervenberuhigend, Wurzel- und Kohlgemüse sättigend, Zucker indirekt energiegebend. Stärke ist ein stärkeres Suchtmittel, weil das die Rückvergiftung nochmal stärker eindämmt, aber nur da, aber gleichzeitig halt neuen Schleim nachliefert, also Neues nachliefert, womit der Körper dann später wieder zu schaffen hat. Das kann sinnvoll sein, wenn man das halt regulativ weise einsetzt, was viele unterbewusst machen, dass die Rückvergiftung dadurch erst gestoppt wird, dadurch hat man dann wieder mehr Energie. Das ist halt auch wieder das Ding, dass auch geglaubt wird, dass die Kohlenhydrate dann die Energie gegeben hätten. Nein, es wird einfach nur die Rückvergiftung gestoppt, und dann ist mehr Energie zur Verfügung, die halt nicht mehr für die Entgiftung aufgewendet wird, die wird gestoppt. Und dann setzt man eine Sporteinheit zum Beispiel ein. Und ja, das ist natürlich dann schlau eingesetzt insgesamt. Regulativ eingesetzt. Ja, und wenn man halt trotz dieser Tipps dann halt noch seine Stärke braucht oder will, sollte man das auch machen. Vielleicht hat man es dann auch wirklich nötig, mal die Rückvergiftung noch stärker einzudämmen, um dann halt mehr Energie zu haben. Dann sollte man es auch auf jeden Fall machen. Ja, das ist immer noch clean, das ist vegan. Das kann man auch jahrelang so machen, wenn man das halt möchte. Ich gebe halt nur die Info, dass es auch deutlich weitergehen kann. Ja. Kohlgemüse, Wurzelgemüse, Nüsse. Wie gesagt, so pasteurisierte Säfte, besonders der Apfelsaft, sehr günstig zu haben.
ist ein guter Backup-Plan, mal was Vorrichtiges zu haben. Ich werde auch mal ausprobieren, Rosinen einzuweichen, damit Wasser pürieren und durch ein Sieb zu packen, ob ich dann irgendwie so eine Art Traubensaft daraus kriege oder halt irgendwas Zuckergebräumäßiges, was halbwegs schmeckt. Weil man Rosinen halt Rohkostqualität kriegt, dann hat man was Vorrätiges und kann sich daraus so Rohkostzucker liefern. Weil einfach so die Rosinen essen und dann Wasser trinken, das finde ich jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Ja, habe ich sonst noch was hier? Ja, wie gesagt, man kann auch dann ab und zu Schokolade essen, wenn man es für die Nerven braucht. Vielleicht geht es einem dadurch wirklich glücklicher. Besonders bei einem gereinigten Körper kommt das, ist das so nicht so schlimm. Datteln habe ich erzählt. Also Datteln ist natürlich auch vorrätig, das ist natürlich auch sehr gut. Dass man immer halt Trockenfrüchte da hat, vielleicht auch Softfeigen, das erhitztes Trockenobst, da ist dann die Entgiftung nicht ganz so stark, deswegen sättigt das deutlich mehr. Also wenn ihr möglichst auch Fett gering halten wollt, was natürlich sinnvoll sein kann. Aber trotzdem die Sättigung braucht, dann empfehle ich auch wirklich erhitzebehandelte Trockenfrüchte, die sättigen auch gut und geben gleichzeitig Energie. Und am besten ist es dann halt sogar noch kombiniert. Also das ist jetzt so das Optimale, wenn ihr euch einen Salat macht, also einen richtig schönen Salat anmacht mit Dressing und dann einfach euer Trockenobst da rein schnibbelt. Das kann sehr, sehr viel Trockenobst sein. Da könnt ihr eine 300 Gramm Packung Datteln oder sowas oder Dörrpflaumen oder Softfeigen oder Feigen allgemein da reinschnibbeln und seid damit Carbs versorgt, seid geerdet, durch den Salat auch, die Nerven sind beruhigt und wenn mit dem Dressing und sowas, dann schmeckt das auch noch alles sehr gut. Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit. Das Ganze kann man natürlich auch mit erhitztem Gemüse machen, mit Gemüsepfannen. Dass man statt Bratnudeln, wie in meinem letzten Video, dann einfach die komplexen Kohlenhydrate durch Einfachzucker ersetzt, auch wieder durch Trockenobst, dass man halt sich einfach ganz normal eine Gemüsepfanne macht und dazu aber halt das Trockenobst reinpackt oder eben davor seinen Apfelsaft trinkt oder irgendwie. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwelche Stärkeprodukte sehr, sehr stark zu dextrinieren, also in Zucker umzuwandeln. Also man kann dann auf jeden Fall auch, wenn man auch sonst eine Gemüsepfanne oder Gemüsesuppe hat, halt drei Kartoffeln oder sowas, am besten gebackene Kartoffeln oder gebratene Kartoffeln dabei geben. Nur dann würde ich das Obst dann weglassen, weil Zucker und Stärke kombiniert funktioniert nicht so, dann gärt der Zucker und vergiftet ein. Dadurch entsteht Alkohol und Kohlensäure. Zum Beispiel, also da könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr dann noch halt Stärke haben wollt. Besonders wenn die halt speziell zubereitet wird, die Stärke, auch Reis zum Beispiel vorher rösten, dann einfach in Wasser aufquellen lassen, dann ist das insgesamt weniger ein Problem. Aber wenn euch das alles nicht zufriedenstellt und euch nicht sättigt, dann esst einfach das, was ihr halt wollt. Aber es gibt halt, wie gesagt, gewisse Techniken, um ja, Verbesserungen hervorzurufen. Aber zur Not immer das Essen, was einem dann gefällt. Im Rewe gibt es zum Beispiel eine Bio-Nougat-Creme, also Schoko-Nougat-Aufstrich, also Nutella in vegan und bio. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch mal zum Rewe gehen oder Kaufland gewittert. Beim DM oder Rossmann gibt es ja nur diese Zartbittercreme. Und das sind halt wirklich Nuss-Nougat mit Sojamehl statt Magermilchpulver. Ja, und gleich könnte ich noch ein paar finanzielle Tipps geben, was man so bei der veganen und gesunden veganen Ernährung sich besorgen kann. Ich gucke hier gerade nochmal durch. Bananen hatte ich gesagt, genau, Bananen kann man halt auch als Backup-Plan einsetzen, indem man halt ein paar Kilo einfriert. Also ein paar Kilo eingefroren, ein paar im Kühlschrank und ein paar so. Dann hat man immer welche, die reif sind. Weil die dann in drei verschiedenen Zeitstufen oder ja, Zeiten
nachreifen, beziehungsweise die gefrorenen sind halt die ganz reifen, die kann man dann halt immer benutzen als Backup. Die im Kühlschrank, die reifen halt langsamer oder fast gar nicht. Ne, einfach nur deutlich langsamer. Ja, ist halt auch wirklich eine günstige Zuckerquelle, wenn man die besonders reif bekommt im Bioladen oder im Türken. Die haben manchmal halt reife Bio-Bananen. Das ist so vorrätige Backup-Plan, Zutat, Datteln, andere Trockenfrüchte und pasteurisierter Saft. Da würde ich auf jeden Fall Bio-Saft nehmen in den meisten Fällen. Also besonders bei Apfel, Traube und Orange. Die sind sonst einfach zu krass von den Pestiziden her. Aber ich meine, 1,15 € für so einen Apfelsaft, das ist durchaus drin. Ja, und dann könnt ihr euch immer so eine Packung Kaisergemüse auch ja, eingefroren haben. Das Kohlgemüse halt mit Karotten auch noch. Das wirkt halt ganz gut erdend und sättigend. Eine Dose Nüsse ist halt auch ganz günstig. Oder Avocados im Kühlschrank tun, dann reifen die auch nicht zu schnell nach. Dann gibt es noch zusätzlich zu den Trockenfrüchten Fruchtschnitten. Wenn euch das gefällt, kann man das auch sehr gerne machen. Das sind so allgemein die Tipps. Ich finde, die sind eigentlich ziemlich genial, dass man dann einfach die Stärke durch den Zucker setzen kann. Man hat halt, wie gesagt, die Energie, man hat die Sättigung. Man kann die emotionalen Bedürfnisse begleichen, man hat etwas, um die Nerven zu beruhigen, man muss halt nur wissen, ja, welche Lebensmittel dafür geeignet sind und welche dafür optimal sind, und dann kann man das ausprobieren und machen. Man braucht sich nicht ständig, weiß ich nicht, 2 Kilo Kartoffeln reinhauen, nur um, ja, obwohl es halt sozusagen besser gehen würde mit dem gleichen Effekt oder sogar noch besseren Effekt. Aber ansonsten Kartoffeln, Reis, Haferflocken, Bohnen, Linsen, was haben wir noch? Selbst Weizenprodukte, wenn das halt alles relativ fettarm gehalten wird, ist das ab und zu weniger ein Problem. Also wenn man halt wirklich daran hängt, dann ist das, finde ich, kein Problem. Man kann das erstmal ein paar Jahre machen, wenn man Lust hat. Oder auch da ganz stehen bleiben, wenn man möchte, ist ja jedem selbst überlassen, was er halt will. Und aus, ja, man kriegt zum Beispiel ein Bio, 1 Kilo Bio-Weizenmehl für 1 € im DM, für 95 Cent. Also bei Weizenmehl würde ich immer Bio nehmen. Dinkelmehl wäre besser, kostet aber mehr als das Doppelte. Und da kann man sich in der Pfanne schön dünne Wraps machen, man kann es ja mit Pizza machen, Brot, Nudeln und auch selber Seitan machen. Also ihr müsst einfach nur Wasser beigeben im Prinzip, noch nicht mal irgendwie Hefe oder Öl oder Salz oder sowas. Einfach mit Wasser vermengen und dann irgendwie schneiden. Dann habt ihr Nudeln in den Topf tun, fertig, habt ihr eure Nudeln, die doppelt so günstig sind oder ja doch doppelt so günstig, als wenn ihr die euch fertig kauft. Und es ist halt noch nicht mal eine Arbeit. Nehmt das Mehl, nehmt das Wasser, knetet das, schneidet das, Nudeln in den Topf, fertig. Ist nicht so viel mehr Aufwand. Seitan, auch einfach wieder einen Teig machen mit Wasser und das dann wiederum diesen gekneteten Teig in Wasser reintun und dann leicht kneten immer. Und dann wird das Wasser ganz milchig weiß, das dann wegkippen und das ein paar Mal wiederholen, dann habt ihr einfach Seitan. Und das ist halt ein guter Fleischersatz, auch zum Anbraten für Gemüsepfannen und was weiß ich alles. Für Burger. Also auch sehr günstig. Haferflocken sind sehr günstig, 40 Cent pro 500 Gramm. Und Hafer ist für das System, also für unseren Körper, deutlich weniger schädlich als Weizen, sage ich mal. Und der Preis ist eigentlich derselbe. Daraus kann man auch Bratlinge machen oder Hafermilch machen. Ich habe jetzt aber noch keine Pizza mitgebacken oder so. Doch, doch, ich hatte letztens Hafer gemahlen, also ganz normalen Hafer, keine Haferflocken, Bio-Hafer. Hab das mit Wasser auch vermengt, einen Teig draus gemacht, hab das dann probiert, hat mir aber nicht geschmeckt, muss ich sagen. Aber es tut dem Körper auf jeden Fall deutlich besser.
So Bratlinge daraus schmecken immer wirklich wunderbar. Kann man auch aus Reis machen. So Reisfrikadellen mit Tomatenmark zum Beispiel, das kennt man ja auch, dass man eigentlich aus Reiswaffeln macht, aber es geht auch aus normalem Reis. Da kann man auch Brot draus machen aus Reis mit Flohsamenschalen zum Beispiel. Man kann braten, Wraps draus machen. Kostet auch ein halber Kilo Parboiled Reis nur 45 Cent. Und da brauchst du dann auch noch ein paar Minuten, weil er halt vorgekocht ist. Tofu kann man sich ganz gut selber machen. Ja, wobei ich da eher Kichererbsen-Tofu empfehle, das ist High Carb, also ich kriege da sozusagen, also stoppt mehr die Rückvergiftung, weil halt Neues nachkommt, sage ich mal. Aber wenn das halt wirklich braucht, dann ist das halt besser als so Tofu, der einfach nur sehr viel Protein hat und auch teilweise Fett hat. Ist das für manche halt vielleicht eine bessere Alternative. Und den Kichererbsen-Tofu macht man einfach, indem man die Kichererbsen entweder mahlt, wenn man keine Mühle hat, weicht man den ein. In beiden Fällen püriert man das dann beides mit Wasser und gibt dann halt Kurkuma, Salz und ein bisschen Öl bei, tut das in die Pfanne, da muss kein zusätzliches Öl rein und rührt das die ganze Zeit um, bis es fest wird, tut das im Kühlschrank, nachdem man das halt in die gewünschte Form gebracht hat, und dann ist das halt schnittfest danach. Und dann hat man so einen Kichererbsen-Tofu. Und Kichererbsen sind auch sehr günstig. Könnte auch sein, dass das mit Bohnen, mit irgendwelchen Bohnen funktioniert. Vielleicht sogar wirklich mit Sojabohnen. Ist dann also auch sehr günstig. Gemahlene Mandeln vom Netto zum Beispiel kostet eine 200 Gramm Packung nur 1,30. Ist auch ganz gut. Ja. Ein bisschen Gemüse kann man natürlich immer auf Vorrat halten, wobei das halt nicht so lange hält. Also ich esse halt so selten, also allgemein esse ich selten, sodass sich das für mich nicht lohnt, Gemüse irgendwie einzulagern. Deswegen werde ich mir, wenn, dann irgendwie so Dosentomaten holen oder einfach Tomatenmark und das dann verdünnen. Ist zumindest nicht schleimbildend und so weiter. Ja. Es gibt bei Aldi so Zartbitter-Haferkekse für 1,35 €, falls das für ihn interessiert. Bio. Roggenbrot gibt es auch schon für 1 € eine 500-Gramm-Packung. Oder vielleicht sogar günstiger, weil es gibt auch Bio-Dinkelbrot für 1 € pro Packung. Kann aber sein, dass das dann weniger war. Cornflakes, die Bio-Cornflakes von Netto, die eignen sich ganz gut, um ja, so eine Panade zu machen, zum Beispiel halt irgendwelches Gemüse nehmen, dann mit Weizenmehl, Wasser, ich glaube ein bisschen Öl, Salz und gebröselte Cornflakes und dann kann man das Ganze dann panieren. Dann hat man so Gemüsesticks. Ist auch ganz lecker und ganz geil. Ja, so eine Konserve aus Erbsen und Möhren. Das tue ich auch immer ganz gut, wenn man halt keine frischen Möhren lagert. Oder den Zuckermais einfach gefroren holen. Die Zuckererbsen. Zuckermais ist auch immer ganz gut, zum Beispiel auch für Wraps und so weiter. Kartoffeln sind natürlich sehr günstig, kriegt man teilweise für 22 Cent das Kilo. Kann natürlich Wedges mitmachen, Pommes, auch Kartoffelsalat. Wer das will mit Tofu-Mayo, dann ist das fettarm. Oder zur Not halt Rapsöl wirklich, Reibekuchen, Kartoffelsuppe, Kartoffelauflauf. Man kann einen High Carb Käse machen, also so zerlaufenden Käse mit Kartoffeln, Kartoffelbrei, Kartoffelmöhrenstampf. Also auch sehr günstig insgesamt. Dann habe ich hier noch ja, diese Glasnudeln, die zu 50% schon aus Einfachzucker bestehen. Die noch gebraten, dann ist das eigentlich auch ganz gut. Sonst habe ich hier noch Senf für 30 Cent, Tomatenmark 40 Cent. Aus Tomatenmark kommen, wie gesagt, ja, ist ein ideales Allzweckgewürzmittel. Kann man auch eine Tomatensoße draus machen. Einfach mit Wasser. Das ist das gleiche wie, ja, irgendeine Tomatensoße halt. Mit Wasser einfach verdünnen. Ja. Also alles sehr günstig. Das sind so ein paar Sachen halt, was
in einer sehr guten veganen Ernährung eine Rolle spielen kann. Man sollte halt wirklich darauf achten, dass man nicht alles wirklich mit Fett zuschüttet. Es sollte halt High Carb sein und möglichst schleimarm. Also es muss nicht schleimfrei sein, aber zumindest schleimarm, würde ich sagen. Und ja, das macht schon einen krassen Unterschied zwischen herkömmlich fett vegan. Ja, auch wenn man sowas beachtet wie Intermittent Fasting, dass man halt im Zeitfenster von 16 Stunden nichts isst. Wenn man sich ja noch an Obst hält und Obstsäfte, an den Zucker hält insgesamt. Wenn man damit halt gut klarkommt, also mit ganzen Früchten dürfte man eigentlich schon ganz gut klarkommen. Und ja, dann halt sowas anwendet wie Salat mit Datteln und Tomaten oder Avocado mit Tomaten und Salat, Nüsse, Apfelsaft oder irgendwelchen pasteurisierten Saft, andere Trockenfrüchte, dann Salate mit oder ohne Trockenfrüchte, angemacht mit Dressings oder halt einfach Pfannengemüse, was halt auch sehr schnell geht, mit oder ohne Trockenobst. Und dann sich erst dazu entscheidet, ach, jetzt habe ich doch mal Lust auf gebackene Kartoffeln oder auf irgendein Brot oder Haferbratlinge, da macht man halt das. Also das finde ich so ideal für die meisten Leute. Das waren so die Tipps. Ich gucke aber nochmal kurz durch, ob ich hier noch irgendwas habe. Ja, so ein paar Sachen noch reingeworfen. Im Netto gibt es drei tiefgekühlte vegane Fertiggerichte, Süßkartoffelcurry zum Beispiel. Die haben aber auch vegane Frühlingsrollen. Das ist einfach halt so ein Weizenwrap, sage ich mal, mit Gemüse gefüllt. Aufstriche gibt es natürlich auch etliche vegan mittlerweile überall. Wenn man halt mal so ein getoastetes Brot oder so haben möchte oder ein paar. Also da muss man sich eigentlich auch nicht wirklich zurückhalten. Also wenn man halt wirklich Bock drauf hat, dann isst man halt auch 6 oder 8 Scheiben Brot. Das ist vegan, das ist relativ clean. Ist ja natürlich auch Salz und so weiter. Reis wäre jetzt vielleicht besser oder Kartoffeln. Aber besser als zu hungern und unglücklich zu sein. Also lieber mal gezielt fasten und so weiter und den Rest der Zeit dann aber auch immer wirklich satt essen und seinen ganzen Bedürfnissen nachkommen. Da würde ich mich dann nicht zurückhalten. Wie gesagt, mit den genannten Techniken hat man oft erst gar nicht mehr das Bedürfnis danach. Das ist eigentlich schon ganz geil. Kokosmilch, Sojasauce, süßer Senf, normaler Senf, Gewürze, Dillgurken, Zuckermais, Zuckererbsen, Oliven, Artischocken, Pilze, Kaisergemüse. Es gibt von Froster im Edeka auch fertige Thai-Pfannen und andere Gemüsepfannen, wenn man mal, wenn es halt mal schnell gehen soll. Auch ganz gut. Ja, das wäre es, glaube ich, gewesen. Kokosöl ist so das beste Öl. Aber jetzt natürlich teuer. Apfelmus, Bio-Apfelmus, das wäre natürlich auch ein ganz guter Backup-Plan. Ja, sind einfach erhitzte Früchte mit Wasseranteil. Ist natürlich noch optimaler als Dörrobst. Also wie gesagt, Zucker mit Stärke nicht kombinieren, Zucker mit Fett auch nicht kombinieren. Das ist wirklich übelst. Diese Gärungsprozesse. Agavendicksaft wäre was Vorrätiges. Zur Not kann man auch Honig nehmen. Dann gibt es Fruchtsorbet beziehungsweise Smoothie-Eis. Das gibt es in vielen Supermärkten. Besteht dann zu 2 Drittel aus Früchten und 1 Drittel zu Zusatzzucker. Ist ein Backup-Plan. Oder wenn man es halt wirklich mal, wenn man halt mal Bock drauf hat. Ja. So, ansonsten kommt man eigentlich ziemlich günstig weg mit so einer Ernährung.